Assalamu alaikum, liebe MPÖlerinnen und MPÖler. Inshallah geht's euch allen gut und ihr seid zu Hause und ihr seid gesund. Mein Name ist Dina. Mein Name ist Anas. Und wir wollen euch heute zeigen, wie ihr eine Frühlingskarte gestalten könnt, die ihr dann an eure Liebsten, eure Familie oder eure Freunde schicken könnt und etwas gegen eure Langeweile. Was ihr dafür braucht, zeigen wir euch jetzt. Ein Wasserbecher und Pinsel und Gabeln. Ihr braucht außerdem eine Farbpalette oder irgendwas anderes, wo ihr eure Farben mischen könnt. Verschiedene Farben. Wir verwenden jetzt Acrylfarben, aber es gehen natürlich ganz viele andere Farben auch. Dann braucht ihr irgendein stärkeres Papier, auf das ihr dann euer Bild malen könnt. Und eine Unterlage, damit ihr den Tisch nicht schmutzig macht. Wir wollen auf unsere Frühlingskarte Tulpen zeichnen. Und wir fangen an, mit der grünen die Stängel zu malen. Wir haben jetzt 15 Minuten gewartet, bis die Farbe ganz, ganz getrocknet ist. Es ist ganz wichtig, dass die Farbe ganz trocken ist, damit wir dann nicht die Farben vermischen. Wir wollen jetzt die Tulpen malen und haben deswegen schon Gelb, Orange und Rot vorbereitet. Und dafür nehmen wir uns jetzt erstmal eine Gabel. Wenn man eine größere Palette hat, kann man die Gabel direkt in die Farbe eintauchen, aber nachdem wir nur so eine kleine haben, machen wir das mit einem Pinsel. Wir nehmen die gelbe Farbe zum Beispiel und bemalen einfach die Rückseite von der Gabel mit der Farbe. Wir geben viel Farbe drauf, damit das dann nachher sich gut drucken lässt. Genau. Und jetzt nehmen wir einfach die Gabel und fangen zuerst unten an und drucken die Farbe auf die Karte. Genau. So, kann man noch korrigieren. Man kann dann noch mit dem Pinsel kleine Fehler korrigieren oder ein bisschen Farbe runternehmen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Oder zum Beispiel das einfach alles ein bisschen abrunden. Und dann, wenn man Acrylfarbe verwendet, dann unbedingt nachher den Pinsel ins Wasser geben, weil sonst trocknet der Pinsel. Na gut, dann machen wir die nächste Farbe. Dafür nehmen wir auch wieder eine frische Gabel und auch einen frischen Pinsel. Magst du das machen? Okay. Das ist unser Endergebnis. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Assalamu alaikum.